Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aka der Pokémon Zerberster 3000 und willkommen zu einem neuen Nuzlocke-Part auf dem Kanal. Der Umlautmann zu einem wunderbaren Trainerkampf gegen diese Rangerin. Was? Rangerin? Ranger? Rangerin? Müsste, glaube ich, das King Ranger Floyd, was auch immer. Rangerin, Ranger. Ich dachte als erstes, das wäre Hermine Granger, da habe ich mich wohl getäuscht. Monozyde wurde eingesetzt! Ist, glaube ich, ein Psycho-Pokémon, wo wir auf jeden Fall das Pokémon wechseln müssen. Unschwer zu erkennen, sieht man oben, dass sich so ein bisschen was geändert hat an dem aktuellen Team. Und zwar haben wir jetzt TK dabei, aka Sedimantur heißt es, glaube ich, die zweite Entwicklung, weil wir im letzten Part leider... Oh, Psychoschock wird eingesetzt, dürfte ja, glaube ich, gar nicht so effektiv sein, oder? Ich vergesse es jedes Mal. Ja, das hat schon mächtig reingehaut, Freunde. Richtig reingehaut, Freunde, Junge. Richtig reingehauen. Oh Mann, das kann doch nicht sein, dass der Part direkt so beginnt. Das ist so ein Müll. Ja, Karo ist leider von uns gegangen. Dementsprechend haben wir jetzt auf den Counter zurückgegriffen. Und es wird schon wieder Psychoschock eingesetzt. Ich liebe es. Sehr, sehr sexy. Müssen wir jetzt die ganze Zeit diese Strategy machen? Ja, wir sind minimal underleveled. 2 Level, um genau zu sein. Wäre halt cool, wenn wir es irgendwie schaffen würden. Okay, wir setzen mal den nächsten Trank ein. Einen Trank dürfen wir prinzipiell noch einsetzen. Bitte setz mal eine andere Attacke ein, Bro. Ich hab bitte gesagt, oder treff nicht, oder... Mann, okay. Wir müssen uns, glaube ich, eine andere Strategie einfallen lassen. Wie wir das jetzt am besten machen? Gibt es hier irgendwen, der das gut auch... Boah, Digga, warum bin ich eigentlich so blöd im Kopf? Warum bin ich eigentlich so blöd im Kopf? Er setzt ein Psycho-Pokémon ein. Die erste Reaktion von mir... holen wir erstmal die Game rein. Bro, wenn Weberwolf nicht der Mann für solche Taten ist, wer denn... Sea wird eingesetzt. Wirkt erst in 2 Runden. Ich fand die Attacke damals sehr, sehr cool, aber die hat echt selten geklappt, so gefühlt, ne? Bam! Dauert doch einfach viel zu lange, bis die Attacke irgendwann... Erfolg hat. Schön. So, Milzer wird als nächstes eingesetzt. Ich glaube, Milzer war ein Drachen-Pokémon. Ich glaube, ansonsten habe ich gar nichts mehr zu erwähnen aus dem letzten Part. Glaube ich zumindest. I don't know. Ich habe die Kommentare überflogen, aber viele waren... Es gab viele Rest-in-Peace-Sagungen. Wir werden mal weiterkämpfen, wenn mich nicht alle guten Geister... Nee, ich glaube, Milzer. Drache auf jeden Fall, ne? Ich weiß gar nicht, wie effektiv wir da mit Schaufler sind. I don't know. Aber Milzer ist ja noch die erste Entwicklung. Maxas ist später so ein Biest. Oh, wurden wir nicht von Sea getroffen? Es hat auf jeden Fall ordentlich was gezogen. Liegt aber daran, dass es wahrscheinlich noch die erste Entwicklung ist. Und dass Weberwolf echt Biest ist inzwischen in unserem Team. Drachenklaue. Normal effektiv, der dürfte... Da dürfte eigentlich nichts Großartiges passieren. Das hast du von einem Baum bekommen. Das war aber ein Ehrenbaum, oder Ranger? Um einen Baum aufzuziehen, braucht man sehr viel Geduld. Beim Trainieren eines Pokémon sollte man auch immer mit viel Bedacht vorgehen. Ich merk's schon. Ich merk's definitiv. Heilige Makrele. Das war jetzt gerade sehr, sehr heavy. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir zurück zum Pokémon Center steppen und möglichst nicht durchs hohe Gras gehen. Wisst ihr, ich hatte letztens eine Diskussion mit Stiggy, also für diejenigen, die nicht Stiggy kennen. Das ist mein bärtiger Kumpel, der hin und wieder mal vorkommt. der hat sich über mich lustig gemacht, dass ich mich immer darüber beschwere, dass ich im hohen Gras unterwegs bin und mir keinen Schutz kaufe. Freunde, ich weiß, dass es Schutz gibt, aber... Wir wollen ja meistens ein schwaches Pokémon trainieren. Deswegen gehe ich ja mit diesem schwachen Pokémon durchs hohe Gras. Und dadurch bringt Schutz nichts. Klar, ich könnte immer wieder mein Pokémon vorne wechseln. Aber da habe ich ja null Bock drauf. Deswegen regle ich das lieber so. Ich weiß, es ist dumm. Jetzt, wo ich mir meinen eigenen Satz anhöre, muss ich ehrlich sagen, es ist nicht das Smarteste. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich bleibe bei meinen Prinzipien. So, lauf mal hier durch, ohne einem wilden Pokémon zu begegnen. Yes, Sir. AP Plus kann man mitnehmen. Angriffspunkte. Ich weiß noch nicht wofür, aber irgendwas wird uns bestimmt einfallen, als ob das schon der Turm ist. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird so eine riesige Trainingssession, die ich von der nächsten Arena auf jeden Fall habe. Wenn Level Cap 34 sein soll, haben wir mit TK 10 Level im Prinzip aufzuholen. Oh, und wir haben hier einen neuen Encounter, den wir fangen können. Die Glocke auf der Turmspitze. Es heißt, die hier ruhenden Seelen frohlockten, wenn man sie erklingen lasse.
Okay, was geht bei dir da vorne, Meister? Das ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Was wir hier so für einen Encounter finden werden. Es sind hier unten noch gar keine realen Pokémon. Kann man die Gräber anklicken? Schade, Marmelade. Das müssen Gräber sein, oder? Aber dieser Ort ist so übelst mystisch. Auch von der Musik her. Von dieser gesamten Atmosphäre, die hier herrscht. Crazy. Absolut crazy. Okay! Neuer Encounter! Woo! Das ist Geistfeuer. Lichtel. Geistfeuer. Puh. Okay, lasst mich nachdenken. Wir probieren es mal direkt mit einem Ball. Hey, ho, let's go. Dann werfen wir mal direkt einen Hyperball drauf. So, Hyperball, nimm ihn bitte mit rein, so auf Ehrenbasis. 1, 2, 3 und wir haben es. Lichtel haben wir schon mal. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, wäre ein Lichtel nicht deutlich sinniger fürs Team als D-Game? No front an D-Game an der Stelle. Aber wisst ihr, was ich meine? Einfach aufgrund des Doppeltypens, Feuertypen. Und das hat auch Nikolas im letzten Part kommentiert, da das zufällig auch sein Lieblings-Pokémon ist. Ja, Freunde, ich glaube, dann haben wir auch schon direkt den nächsten Namen, den wir benennen, oder? Ich glaube, Nikolas wurde noch als kein Pokémon benannt, oder? Freunde, ich habe so große Probleme und teilweise harte Paranoia, dass ich irgendwen doppelt benenne. Nikolas. Nikolas hatten wir noch nicht als Pokémon, oder? Boah, nicht, dass es jetzt voll peinlich wird, aber ich guck mal jetzt in der Box nach. Okay, Freunde, meine Paranoia war unbegründet. Nikolas, herzlichen Glückwunsch, du bist das Lichtel. Nee, zwischendrin, no joke, das ist irgendwie... Also man muss immer bedenken, ich habe so ein paar Dinge im Alltag im Kopf, so ganz, ganz viel. Und ich kann mir auch nicht alles merken. Und zwischendrin habe ich dann immer so nachgedacht, oh shit, nicht, dass ich den schon irgendwie benannt habe oder so. Das ist immer mein Grundgedanke. Aber hey, GG an der Stelle. Und schreibt mir auch direkt mal in die Kommentare hinein, Real Talk. Lichtel und D-Game, also Nikolas und D-Game jetzt an der Stelle, wäre Lichtel da nicht sogar sinniger? Weil der Feuertyp... Wir haben noch keinen Feuertypen im Team, damit wir halt so eine größere Variation unserer Typen haben. Kann ich es mir eigentlich relativ sinnvoll vorstellen. Aber wie gesagt, wir schauen mal ganz spontan. Es dauert ja noch ein bisschen bis zum nächsten Arena Fight, denke ich mal. Solange müssten wir jede Erfahrung mitnehmen, die man hier irgendwie mitnehmen kann. So, einmal flüchten bitte. Und die Flucht ist natürlich gescheitert. Funkenflug ist natürlich nicht schlecht. Nicht sehr effektiv. Dankeschön. Flüchte bitte. Flucht gescheitert. Ich liebe mein Leben. Nein. Nachtnebel wird eingesetzt. Wie effektiv wird's sein? Okay, ich muss das Pokémon tauschen. Geil. Wie wär's, wenn wir das Pokémon einfach ein anderes Pokémon nach vorne tun würden? Das wäre doch wunderbar, oder? Yeah. Weberwolf, rein geht's. Juhu. Jubidjubjubjub. So, ciao, TK. Boah, ist das immer nervig. Heilige Makrele. Ist das mit realen Pokémon nervig? Das kannst du kein Mensch... Och, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe noch größere Schmerzen, wenn das so weitergeht. Mann, was soll das denn? Okay. Wir packen mal... Captain da vorne ist, glaube ich, nicht so die sinnigste Idee. Wir packen Janine nach vorne. Ich weiß ja nicht, was die Trainer hier so für realde Pokémon haben. Wir können ja immer noch notfalls tauschen. Ist ja kein Act. So, was geht bei dir? Ich fühle, wie mich irgendeine unbeschreibliche Energie durchdringt. Alter, da bin ich sehr gespannt, was für eine Energy dich da durchdringt. Psycho-Erin. Pyro. Oh, okay. Das dürfte halt hundertprozentig irgendwas Psychisches sein. Denke ich mal. Psycho-Stahl, Geist-Stahl, irgendwie sowas in der Richtung. Fangen wir mal mit Gigasauger an und bin gespannt, wie viel es zieht. In Ordnung, kann man mitarbeiten, zieht schon einiges. Wow, Wankelmut, nimmt die Fähigkeit Wankelmut an. Okay, von mir aus. Ne, das setzen wir. Ja, okay, Gigasauger war unnötig. Nietenranke hat es, glaube ich, genauso getan. Yes, ciao. Okay. Simvolara, ich liebe dieses Pokémon, Kappa. Okay, das war dieses Flug-Pokémon, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen, Captain reinzuhascheln. Weil eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ich habe nur Angst, dass Captains Statuswerte noch zu niedrig sind an der Stelle.
Es beginnt wieder sehr, sehr knackig. Level 30, 2 Level höher. Na, wunderbar. Es gab auch irgendwie irgendwas, was ich zu Lawine wissen sollte. Irgendein Kommentar wurde mir da geschrieben, aber ich habe diesen Kommentar nicht mehr im Kopf. Es sind zu viele Informationen. Mein Kopf ist am Exploden. Sehr effektiv, zieht original nix. Wie, wenn Windschnitt ein One-Hit wird, ich raste aus. Ah! Okay. Wird Zeit für einen Hypertrunk. Da müssen wir noch unbedingt welche nachkaufen. Und wir hoffen mal. Simvolara. Einmal Lichtschild noch. Ich habe gesagt, einmal noch. 25 hat aber eine hohe. Lass es einfach kein Volltreffer sein. Weil Windschnitt hat eine hohe Crit-Chance. Alter Vater. Boah. Oh mein Gott. 1600 Erfahrungspunkte. Ist das krank. Aber super starkes Pokémon, wogegen man noch kämpft, ne? Monozyto, der wäre jetzt eigentlich. Wir gehen mit D-Game rein. Weberwolf ist wieder ein bisschen angehittet. Boah, das sind sehr, sehr intensive Tempfe. Das sind Tempfe, Freunde. Keine Kämpfe, sondern Tempfe. Puh, wir sliden mit Irrlicht hinein. Ach Mann, halt dein Maul, das kann doch nicht sein. Ach Mann, das wäre jetzt so perfekt gewesen. Scheinkleister. Alles klar. Es wird Zeit. Vor allem das Schlimme ist, unsere Unlichtattacken müssten physisch sein. Physische Attacke halbiert sich ja, wenn man verbrannt ist, müsste trotzdem einiges ziehen, oder? Komm schon, Weberwolf. Yes! Digga, ist das eine Geburt. Heilige Makrele. Entwickelt sich Captain irgendwann mal? Immer noch nicht. Okay, ich gehe mal kurz ins Pokémon Center. Okay, let's go. Weitere Trainer kämpfen im Turm des Himmels. Pokémon sind geheilt. Das heißt, ich will mit dir spielen. Ich will mit dir... Hat die mich gerade angemiaut? Habe ich zwar noch nie mit Frauen erlebt, aber Heike, ich bin bereit für neue Erfahrungen. Zeig mir alles über Katzen. Shit, was passiert hier? So, Sesokids war Typ Pflanze, right? War das nicht sogar Typ Kampf oder so ein Bums? Ich weiß es nicht. Wir fangen mit Bürde an. Oh, es hat... Ja! Digga, perfekt. Perfekt, es hat keine Wirkung, ist aber echt Boogie. Guck mal, Flinkklaue. Jetzt noch ein schönes Irrlicht reinhauen und wir klatschen Sesokids weg. Noch einmal... Na, Finte... Oh, nee, Finte ist sehr effektiv. Zieht aber nur... Ah, guck mal, es zieht, glaube ich, nur 10... Wegen der Verbrennung. Ich bin blöd. Oh nein, ich bin so blöd. Warum setze ich nicht Aussetzer ein? Guck mal, weil dann können wir jetzt diesen Fight einfach aussitzen lassen. Guck mal, Aussetzer. Bodycheck hat keinen. Nein! Ich wollte Find aussetzen lassen. Das lief jetzt nicht gut, okay. Dann muss es ja schon fast weiterhin irgendwie Finte einsetzen, oder? Aussetzer, Finte, okay. Haben wir jetzt 30 KP verloren, es ist fehlgeschlagen, ist in Ordnung, Sesokids ist eh in der nächsten Runde weg, einmal Aussetzer, bringt Sprungkick, Sprungkick ist zusammengebrochen. Cool, ciao Sesokids, da haben wir diesen Fight hinbekommen für so wenig Erfahrungspunkte. Monimurba! Okay, das nächste Psycho-Pokémon. Haben wir die Möglichkeit mit Weberwolf, rein geht's! Kein Risiko eingehen, einfach die Trainer, wenn möglich, irgendwie wegklatschen und wir müssen TK mit in den Fight vorne nehmen. Monimurba, ich finde die dritte Entwicklung sehr, sehr ästhetisch. Kann man nicht anders sagen, ja. Yeah. So, Knirschel. Bam, Junge. Wir beißen das Ding weg, es war nicht so ganz legal. Das ist gegen das Anti-Beiß-Gesetz, aber wen juckt's? Naja, der gebissen wird, den juckt's wahrscheinlich. Naja, eigentlich hat er eher Schmerzen, denke ich mal. So, was geht, man? Ich will einmal den Pokéball rübersliden lassen. Yeehaw! Jeden Hyper... Freunde, es ist nicht der Hypertrank. Es ist der Hyper-Hyper-Trank. Gibt's eigentlich schon irgendwen, der diesen Witz mal gerissen hat? Der Hyper-Hyper-Trank? Das ist ja mal viel lustiger als Hypertrank. So, Emolgor wird eingesetzt. Das wunderbare Flugpoke.
Dann schauen wir mal, was wir dagegen ausrichten können. TK wäre natürlich fabelhaft. Wir sind angehittet. Wir gehen mit Captain rein und hoffen mal, dass Captain irgendwie es schafft, diesen Fight zu überleben. Bitte? Elektroball. Wie viel kann Elektroball schon ziehen? Ich wollte sagen, orientiert sich Elektroball nicht sogar irgendwie an dem Gewicht des gegnerischen... Oh, Doppelteam! Meine Lieblingsattacke of all time, Digga! Lawine wird natürlich abgewehrt. Geil. Schockwelle. Wie viel zieht Schockwelle? Zieht Schockwelle mehr als Elektroball? Bitte nein! Aua! Ich habe mich verkrampft und mein Fuß tut weh. Yes! Sehr effektiv. Aber davor sliden wir unseren Hyper-Hyper-Trank rein. Alles für den Scam aka Hype Train hier auf dem 2-Kanal. Der hat nicht ernsthaft auch einen Trank eingesetzt. Das nenne ich gutes Timing. Dann haben wir wieder drei Tränke frei. Lawine, Schockwelle. Schockwelle hat, glaube ich, 19 gezogen. Ne? Noch weniger als Elektroball. Halt dein Maul. Och Mann, warum muss es denn immer mit Volltrank? Oh. Alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Die Nuzlocke entwickelt sich gerade in eine sehr interessante Richtung. Wir haben jetzt nicht allzu viele, ja, gute Typen. Wir hätten noch TK dabei. TK wäre perfekt für diesen Fight, aber das Level ist noch ein bisschen zu niedrig. Ich muss mir halt echt die Zeit nehmen. Die fehlt mir momentan so ein bisschen zum Trainieren, aber das ist irgendwie so ein längeres Problem, was schon länger da ist. Alter, ein Volltreffer wäre schon echt sexy gewesen. Ich sag's, wie es ist. Wir müssen Captain behalten, den Eistypen. Okay. Zwei Tränke können wir noch einsetzen. Elektroball. Bitte kein Volltreffer. Lass es einfach normal viel KP abziehen. 24. Wisst ihr, was noch lustiger ist als 24? 25. Akrobatik. Ha! Knapp. Alles gut, kein Problem, war geplant. Das war kein Zufall. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis aus Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Okay, Angriff steigt stark. Oh, jeglicher Angriff steigt stark. Da freut man sich natürlich. Alter. Nicht schlecht. TK ist auch eine gute Wahl in diesem Fight, weil normale Attacken gegen Stein nicht sehr effektiv. Hallo? Halt dein Maul, Junge. Was soll der Müll? Ja, okay. Dann wird es Janine halt erledigen. Aber kein Problem. Denn ich kann es regeln ganz normal in meiner Gegend, mein Hund. Was ist geschehen, mein Hund? Was ist geschehen? Keine Sorge, Hunde, Mama. So wollt dein Hundesohn noch leben. Ja, ja, ja. Geil. Seufz, was bin ich für ein Weichling. Das war schon knackig, der Fight. Gebe ich zu, Mann. Du hättest mich fast gehabt, so in einigen Situationen. Wollte ich nur mal so anmerken. Oh, jetzt brauchen wir langsam... Digga, wir haben echt gar keine Tränke mehr, oder? Ja, ich muss gleich definitiv dran denken, ein paar Tränke mitzunehmen, wenn wir schon mal im Pokémon Center sind. Bist du auch noch ein Trainer? Natürlich bist du ein Trainer. Komm zu mir, River. Oh, du willst mit mir kämpfen? Von mir aus gern. Ich habe ein ganz besonders starkes Pokémon für dich. Dann zeig mir mal dein starkes Pokémon, meine Süße. Was hast denn du da in der Hosentasche? Au! Oh. Ein Folikon, okay. Ich habe jetzt mit anderen Dingen gerechnet, ist in Ordnung. Guck mal, da können wir mit Janine reinsliden. Lichtel wäre jetzt dafür hervorragend mit dem Feuertypen, wollte ich nur mal so anmerken. Nee, ganz ehrlich, rein geht's mit Captain. Also, Captain, Eistyp, die Game gleich Level 30, sehr sexy. Es geht voran mit den Entwicklungen, langsam aber sicher. Guck mal, Fadenschuss, jo. Weil Lawine oder generell mit einer Eisattacke jetzt reinsliden, ist smart. Käfer oder Eis? Eis, Eis, Baby. Ein Käferbiss wird eingesetzt.
19 KP, das ist nix. Geil. Ist das ein Fight, den wir dominieren? Dann noch ein bisschen Eissturm, so auf Ehrenbasis. Rasierblatt ist wahrscheinlich nicht sehr effektiv. Oh Mann, diese dreckigen Volltreffer. Alter, wäre eine Entwicklung von Captain jetzt schön gewesen. Oder generell ein Level Up. Es entwickelt sich immer noch nicht. Ich google jetzt mal ganz kurz, es würde mich interessieren. Sorry. Warte mal, Makaba, ja. Entwickeln. Wie entwickelt sich das Ding? Makaba, ja. Level 34. Also, okay, es war noch doch noch 4 Level. Aber wie entwickelt sich Gelatini? 35. Okay, wir müssen das noch 5 Level irgendwie durchcarryen. Irgendwie Irrlicht. Hallihallo. Haben wir schon mit die Game, aber wie gesagt, der Gifted Gaul und you don't look in the Maul, ne? Kann man ja an der Stelle nicht anders sagen. So, 2 Hypertränke haben wir noch. Läuft gut. Ja, wie schwer kann ein Fighter... Ja, eigentlich, Freunde, ich gehe ein paar Hyperkämpfe kaufen. Hyperkämpfe, Hypertränke. Freunde, halbe Weltreise hier hin und her zu laufen. Ich sag's, wie es ist, Alter. Holy shit. Okay, das sind viele Psychopathen hier. Psychopathen ist, glaube ich, das richtige Wort für diese Trainer. Aber no joke, ihr hättet das gerade sehen müssen. Ich schneide das ja immer raus, wenn ich irgendwo hinlaufe. Aber ich war gerade so in Gedanken versunken und so nachdenklich unterwegs zu dem Pokémon Center, dass ich eigentlich zweimal vergessen habe, die Hypertränke zu kaufen und wieder hochgelaufen bin. Und ich dachte mir jedes Mal, Bro, komm mal bis, konzentrier dich mal, hä? Aber das ist immer so, sobald ich nicht irgendwie... Was ist hier gerade passiert? Hallo? Okay, Flinkklaue zieht, Bürde zieht das Doppelte. Hier bin ich auf jeden Fall immer sehr, sehr lost unterwegs teilweise. Beschwörung wird eingesetzt. Ich habe ein bisschen Angst vor Sonnivora. Weil das ein sehr, sehr krankes Ding ist. Okay, so. Wenn wir jetzt die Bürde einsetzen. Bürde, Würde und wir treffen mit Bürde. Richtig, wir treffen mit Bürde und das war's dann mit Bürde. Genau, dann bin ich zweimal ohne Hypertränke zu kaufen zu gehen, ne, hier hochgegangen. Und jedes Mal so, Bro, konzentrier dich endlich mal. So, okay. Da haben wir das Somnivora kalt gemacht und einfach 1700 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr strong. Haben wir noch irgendwo einen Hyperheiler? Ja, ein. Heilige Makrele. Setzen wir den mal ein, ne? Let's go. So, bevor ich wieder zum Pokémon Center laufen muss. Ich habe noch andere Beschäftigungen, außer zum Pokémon Center zu laufen. Zum Beispiel den Boden hier zu wischen und T-Shirts zu bügeln und den Greenscreen sauber zu machen und... ja, genau, Freunde, genau. So, Lichtel, here we go again. Guck mal, unser lieblingsgegnerisches Pokémon. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, TK einzuwechseln. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, weiterhin mit E-Game zu kämpfen. Ich glaube nicht. Von daher joinen wir einfach mal mit Weberwolf hinein. D-Game kommt zurück, Meister. Wir werden Lichtel mit Weberwolf eliminieren oder es zumindest probieren. Irgendwie so ein Mischmasch. Hier, Licht wird eingesetzt. Oh, das ist bitter. Lichtel hat genau die gleiche Strategie. Genau dieselbe wie die Game. Komm schon, das ist trotzdem ein One-Hit. Ah! Da merkt man es direkt. Knirscher ist halt physisch. Verbrennung mindert physische Attacken um 50%. So nach dem, was ich hier in diesem Projekt gelernt habe bisher. Zack. Aber man muss eines sagen, dafür, dass ich Noob bin und wir bald bei der 6. Arena bin und das Projekt immer noch läuft, ist noch ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, die Game auch Level 31. Sehr stark das Training aktuell. Okay. Flitiamo wird eingesetzt. Guck mal. Wenn das jetzt nicht ein Einsatz für TK ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Es zumindest so ein bisschen zu leveln. Level 30 wäre schon sehr, sehr sexy für die nächste Arena. Und dann, by the way, darüber wurde philosophiert, weil das ist ein Pokémon, das sich nur durch Tausch normalerweise entwickelt. Da wurde gefragt, David, wie machen wir das denn jetzt am besten? Und dadurch, dass ich das auf dem Nintendo 4DS zocke und hier keine Pokémon leider tauschen kann, muss ich gucken, ob es vielleicht irgendwelche Cheatcodes gibt, sodass ich mir halt die Weiterentwicklung wirklich ercheaten kann, weil das ist ja im Endeffekt nicht gegen die Regeln, meiner Meinung nach, ne? Weil
Dann hätte ich jetzt ein Nintendo 3DS beispielsweise, kann man das Pokémon ja einfach tauschen in Juwelenkraft. Aber TK ist halt echt eine Maschine von der Attacke her. Was denn das? Anwender attackiert mit einem Lichtstrahl, der funkelt, als sei er aus Juwelen. Jetzt hätten wir uns erstmal... Ist das nicht ein physisches Pokémon? Also wir werden auf jeden... Na, na, ich will es auf jeden Fall erlernen. Ich wollte nur gucken. Okay, dann nehmen wir mal Lehmschelle weg. Lehmschelle, Mashallah. So, Juwelenkraft hascheln wir rein. Und dann gucken wir uns TK ein bisschen genauer an. Wir haben uns das Pokémon noch gar nicht reingezogen von den Statuswerten her, ne? Was es überhaupt kann, was so das Besondere bei dem Pokémon ist. Warte mal, so, das ist ja hier vorne. Bericht. Okay, wir haben hier... Angriff wird gepusht. Spezialangriff ist wack. Also Juwelenkraft bringt jetzt nicht so viel, aber... Ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt eine andere... spezielle Attacke verlernen lassen. Von daher können wir das ruhig erlernen. Aber wir sind auf jeden Fall ein physischer Angreifer. Bedeutet, wenn wir verbrannt sind oder so, ist es nicht das Optimalste. Und natürlich kommt jetzt ein reales Pokémon. Lichtl, bitte! Tu mir das nicht an! So, Lichtl, ciao. Ich bin M-Kong. Ich bin M-Kong. M-Kong, dankeschön. Bist du nicht ein Trainer? Natürlich, ein feuriger Kampf erfreut jeden trägen Geist. Hat da jemand das nächste Lichtl oder sogar vielleicht die Weiterentwicklung? Das wäre natürlich auch interessant. So, Makaba Ya wird eingesetzt. Guck mal. Da ist jetzt Makaba Ya versus Makaba Ya das Duell der Giganten. Guck mal, wenn wir jetzt... Welches Makaba Ya wird wohl gewinnen? Unsere Flinkklaue trifft zuerst. Dann hascheln wir schon mal ein wunderbares Irrlicht rein. Böse, sehr, sehr böse mit dem Fluch. Erledigt uns zum Glück nicht. Heilige Makrele, sowas kann auch ganz anders aussehen. Oh, Golbit. Ist das nicht die... Golbit. Oh no, das ist... Oh, scheiße, ich habe an die Weiterentwicklung von Zubat gedacht. Bis mir eingefallen ist, nein, war wait a minute. Oh mein Gott, das war jetzt ein sehr, sehr dummer Pick, den wir gebracht haben. Alles ist kacke, was wir aktuell haben, kann das sein? Wir hascheln mit Janine rein, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Oh oh. Einmal Big Time Rush Noises, bitte. Noises. Boah, wie stark steigt jetzt die Abwehr von dem Dude? Verteidigung steigt stark, alright. Wir fangen mal mit Gigasauger an. Ist Gigasauger nicht eh speziell? Es ist doch ein Gesteins-Pokémon. Geil! Sehr sexy, sehr, sehr sexy. Aber davor müssen wir unsere Pokémon einigermaßen healen. Oh no, ist da nicht so eine Art Schwester Joy? Bruder, da kommt der Sparfuchs aus mir heraus. Bannsticker. Ach, das ist doch hier für Herz. Diese eine Stadt, wo wir diese Auftritte haben, oder? Ich bin hier, um etwas über das Ende der Welt zu erfahren, aber bisher war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht hilft es ja irgendwie, wenn wir miteinander... Vielleicht hast du da eine Vision und siehst, warum die Welt untergeht, Meister. Who knows? Oh Mann, ey. Ich liebe diese Gespräche mit diesen Pokémon-Trainern. Oh, shit. Mitodos, die Weiterentwicklung. Wir hätten noch wie... Boah, wehe, du hast gleich Verfolgung oder sowas in der Art. Wir gehen mal mit Stiggy rein. Wir sind normal effektiv unterwegs, aber Stiggy ist ja gar nicht mal so schwach. Und ich will endlich ein freaking Serpi Royal sehen. Oh, Sea wurde vor... Okay. Grasmixer, fangen wir mal damit an. Sea trifft erst in der nächsten Psychoschock und jetzt gleich trifft noch Sea, oder? Ich muss sofort mit dem Pokémon weg. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Haben Psycho-Attacken eine Wirkung auf Unlicht? Psycho-Attacken, Wirkung, Unlicht. Ich vergesse es jedes Mal. Ich bin einfach... Unlicht, alle Pokémon-Typen mit Schwäche sind Psycho-Geist-Pokémon, bekommen das Zittern mit Unlicht-Attacken. Okay, Psycho-Attacken haben wir keine Ahnung. Ja, okay, rein geht's. Ja. Guck mal, jetzt müssen wir smart spielen.
Bevor wir noch Stingy an der Stelle verlieren, wir sind leider verbrannt, wie der größte Hirni. Genesung wird eingesetzt. Puh. Jetzt sehr trifft by the way nicht. Hat keine Wirkung, sehr schön. Okay. Wir sollten uns trotzdem schleunigst was einfallen lassen für die aktuelle Situation. Boah. Ach Mann, ich bin wie der größte Vollidiot hier angehittet reingegangen. Notsituation. Warum setzt denn du Vollidiot Notsituation ein? Ja, easy, jetzt haben wir's. Ich glaube, wir sollten eigentlich genug KP haben. Boah. Ey, das wäre safe das Ende von Stigi gewesen, oder? Hätte Stigi nicht ausgewechselt? Verdammt, Digga, das war jetzt der zweite Trank, oder? Diese Drecksnotsituation. Knirscher, bitte lass es jetzt ein One-Hit sein. Janine, bitte überlebst einfach irgendwie. Bitte überlebst einfach irgendwie. Was ist Notsituation für eine Drecksattacke, Bro? Zieht das so viel? Notsituation zieht so viel ab, wie ein Mythodos KP hat, richtig? Seher wird eingesetzt, Gott sei Dank. Okay, wir haben uns so gerettet. Deswegen kam die Notsituation, weil Mythodos wahrscheinlich nur Genesung gegen uns einsetzen konnte. Und nichts anderes, right? Alter Vater, ist das heftig. Was erleben wir heute wieder für Kämpfe? Boah, was erleben wir wieder für heftige Kämpfe, Freunde? Aber was soll ich sagen? Ich glaube, wir waren lang genug im heutigen Part hier drin. Das wird, by the way, glaube ich, ein Late-Night-Part, weil ich diesen Part erst nach dem Stream heute Abend auf dem Hauptkanal hochlade. Ich hoffe, dass ihr beim Stream natürlich dabei wart. Aber was soll ich sagen? Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert den Umlautmann und danke an die Elite-Umlaut-General-Member. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Pokémon-Part. Gehabt euch wohl, euer Umlautmann.